Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit. Gibt es so einen Moment, wo Sie auch bereit wären, eine unpopuläre Entscheidung einfach so zu treffen, indem Sie sagen, ich mache es? Erinnern wir uns an Helmut Kohl. Die Entscheidung für den Euro war keine, die ihm damals Sympathien eingebracht hat. Oder auch bei Schröder zu sagen, wir machen jetzt Agenda 2010. Ja, sicherlich, solche Situationen gibt es immer wieder. Also wenn Sie immer erst eine von Ihnen erst zitierte Umfrage machen, was die Leute davon halten, dann könnten wir das nicht machen. Ich habe, wenn ich mal an die Gesundheitsreform denke, die ja auch noch nicht so überall populär ist, dann ist die Frage, ob wir zum Beispiel diesen Fonds machen, eine Frage, die ich immer gesagt habe, den machen wir. Und der hat viele Vorteile und egal, was da jetzt geschrieben wird, was gesagt wird, das wird so gemacht und so gibt es in der Innen- und Außenpolitik immer solche Situationen. Es gab ja so ein Zitat. Frage Mehrwertsteuererhöhung, etwas sehr Unpopuläres. Und trotzdem, glaube ich, haben wir mit unserem Konzept zu investieren und trotzdem den Haushalt zu sanieren, das Richtige getan. Denn wir haben wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demokratie und soziale Marktwirtschaft auf alle Ewigkeit.